Für günstige FIFA Points und PSN-Karten checkt gerne meinen Sponsor IGPOL aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFA Gaming 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Football-Video. Was auch sonst, Football Gaming ist back am Start. Heute Abend Europa League-Finale, Leute. Ja. Ich bin gespannt. Eure Tipps ab in den Kommentaren. Hashtag Arsenal, Hashtag Chelsea. Schauen, was ihr sehen wollt, Leute. Lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr das Ganze auch noch zum Champions League-Finale sehen wollt. Machen wir das Ganze gerne auch noch für euch. Also Abo da lassen, Like da lassen. Täglich einschalten, jeden Tag ein neues Video hier auf meinem Kanal. Ihr wisst Bescheid. Und ich hoffe natürlich, ihr seid täglich dabei. Ich würde sagen, wir starten direkt. Eure Tipps, wie gesagt, in die Kommentare. Ich muss sagen, ich sehe Arsenal einen kleinen Ticken vorne. Einfach wegen Lacazette und Aubameyang, weil die diese Saison am Rasieren sind und gut drauf sind. Aber wer weiß, man wird sehen. Schreibt es in die Kommentare. Wir starten ins Video. Bleibt bis zum Schluss dran. Let's go. Okay, also es gab schon mal bessere Formationen, aber wir müssen die 5-3-2 mitnehmen, Alter. Scheiße, also das waren 5 Formationen, die waren alle broke. Wirklich alle. Na gut, Captains auch nicht wirklich besser, muss man ja ehrlich sagen. Wir haben Isco, wir haben Paulo Dybala. Das war's schon wieder. Ja, gut. Wir nehmen mal Isco mit als Real Madrid-Spieler. Nehmen wir mit. Isco. Rechtsverteidiger. Ab geht's, Leute. Komm, und der wird schmackhaft. Das sieht doch schon gut aus. Schmeckt. Kimmich. Ja, das schmeckt. 95er trotz Kimmich. Kann man machen. Bester Rechtsverteidiger im Game. Gibt keinen besseren Rechtsverteidiger. Es gibt ja noch Zanetti als Icon, aber der hat 92. Also besseren als Kimmich gibt's gar nicht. Und Alexander Arnold, der hat 94, aber Kimmich mit 95. Bester Rechtsverteidiger überhaupt. Isco gab es ja immer mal wieder Gerüchte, ne? Mit dem FC Bayern. Das war allerdings so vor 2 Jahren mittlerweile. Digga, was für Name? Francisco Roman, Alcaron, Suarez, Alcaron, Suarez. Digga, was ist das denn? WTF? Warum heißt der zweimal Alcaron, Suarez? Digga, was ist das gerade? Der macht ja null Sinn. Warum heißt... Hä? Digga, warum heißt der zweimal Alcaron, Suarez? Digga. Das ist ja ganz komisch. Ich weiß nur, dass die Spanier immer zwei Namen haben. Die nehmen ja immer den Frauennamen und den Männernamen halt zusammen. Aber warum zweimal? Das heißt, der Kollege hat 2 Väter und 2 Mütter anscheinend. Ja, das war es wieder komplett. Aber das check ich jetzt echt nicht. Aber gut, da bin ich jetzt überfragt, Alter. Ja, so bin ich im Spanien-Game nicht drin. Das muss man in Spanien erklären. Warum hat der zweimal den Doppel... Bruder, muss los. Das sieht einfach nur geil aus, hat er sich gedacht. Ich will da 8 Namen stehen haben, hat er sich gedacht. Ey. Okay, Innenverteidiger, come on. Das kann schon wieder nichts werden, ey. Diallo. Leute, wie immer, ne? Nicht vergessen, Shop auschecken. Ihr wisst es ja, die Nice Designs in Orange, Blau, Rot, Grün in 4 Farben. Ihr wisst es, als T-Shirt, als Pullover. Ebenfalls das hier als T-Shirt, als Pullover. Schwarz, schwarz, weiß, weiß. Wie immer, Kissen, Tassen, Turmbeutel noch am Start. Die Nice LED-Lampen, wie immer, passen zum Totzi hinten in Blau. Ne, gibt es natürlich, könnt ihr euch einstellen, welche Farbe. In diesem Design auch noch. Und Handyhüllen, auch in 4 Farben erhältlich. Orange, Blau, Rot, Grün. Ja, gerne abchecken, danke an jeden. Wer mich damit kaufen unterstützt und nicht vergessen, ja, gratis Autogrammkarte. Die gibt es auch noch dazu. Ehre. Also gerne abchecken. Ich danke euch. ZM. Der muss eigentlich gut werden. Was ist denn das hier, Alter? Meine Fresse, ey. Come on, weil. Mann, Alter. Mann. Da fange ich an zu heulen. Wir nehmen mal Loftus-Cheek mit. Da habe ich erst eine Chelsea-Karte am Start. Da fange ich ja schon fast an zu heulen hier. Da fange ich ja schon nach. War aber wenigstens die erste Chelsea-Karte. Okay, Linksverteidiger. Oh, Pink. Vielleicht Icon. Vielleicht Icon. Vielleicht Icon. Roberto Carlos. Warum kommt immer die 86er Icon? Kann mir das einer erklären? Das muss doch nicht sein. Das muss auf jeden Fall gar nicht sein. Naja, nehmen wir mit den Roberto. Den Roberto Carlos. Okay, Innenverteidiger Nummer 2. Okay, Sokratis. Dann nehmen wir den guten Sokratis mit. Wer ist das hier gespielt? Der bei Galatasaray. Okay, haben wir einen Chelsea-Spieler, einen Arsenal-Spieler. Ja, das war's wieder. Die linken sich hier noch auf saftig, aber auf ganz saftig. Okay, der muss ja jetzt gut werden. Also wenn... Digga. Nicht mal Laportots. Warum auch? Aber zu schön, wir nehmen Tarkowski mit. Ne, Tarkowski heißt einfach nur nicht Tarkowski, Tarkowski. Ist der 1,7, ich dachte gerade, der wäre 1,97, 1,92, ja gut, ist auch groß, aber okay. Aber naja. Oh, Pink vielleicht, Pink Panther. Digga, was ist hier? Ah, Leno, oh, fast übersehen, Leute. 2. Arsenal-Karte. Leno ist da. Und ja, da haben wir den Link zu Sokratis, den Link zu Tarkowski. Was wir haben, ja, plus
Vielleicht können wir noch irgendwie gleich mit Kimmich und Bundesliga was reißen. Brauchen wir einen deutschen Innenverteidiger. Rüdiger vielleicht. Momentan verletzt. Rodri, Emre Can, ja. Warte mal ab hier. Das könnte noch gar nicht so schlecht werden. Ja, wir nehmen mal den guten Emre Can mit. Zweiter Tots am Start. Linkt hier sogar noch unseren Joshua Kimmich. Sehr geil. Okay, Stürmer. Die beiden müssen jetzt gut werden. Ja, der wird auch gut. Komm mal. Benzema. Oh, Kruse. Ja, jetzt läuft es hier rund, Alter. Jetzt läuft es hier richtig rund, Bruder. Deutschland Team of the Season Draft ist da. Aber ist absolut da. Na gut, 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß ist nicht schlecht, ne? Muss man ihm ja lassen. Also das muss man dem Typen ja lassen. Das ist nicht schlecht, Alter. Also das ist ja ein absolutes deutsches Team of the Season Draft. Alter, ich sag's euch, nur deutsche Team of the Seasons hier. 3 Stück, alle am Start. Alle am Start und der wird auch nochmal gut. Come on. Ah, Suarez. Na gut. Ja, okay, Suarez liegt immer in Isco. Aspas wäre natürlich besser hier. Na, aber wir nehmen Suarez mit. Luis Suarez. Okay, weiter geht's. Komm mal. Reservebank, ab geht die Post. Weitere Tots-Karten aus Deutschland oder auch nicht. Wir haben Lacazette und Pierre-Emerick Aubameyang. Und Alonso haben wir auch noch am Start. Aber Lacazette ist higher rated mit 89. Salah haben wir auch noch, aber bringt uns nicht so viel. Ja, nehmen wir mal Lacazette erstmal mit. Und ehrlich gesagt auch nicht so viel, ey. Scheiß die Wand an. Gut. Naja, wir machen erstmal weiter. Müssen wir schauen. Müssen wir gleich gucken, ob wir irgendwie eingebaut bekommen. Kriegen wir schon eine Paulsen. Bundesliga-Draft geht weiter. Ekdal war auch mal in der Bundesliga. Bei Hamburg war der Typ, ne? Läuft. Läuft beim Ekdal. Okay, letzten 3 Reservespieler. Ah, come on. Der auch nochmal irgendwie einen Trotz raus, wollte ich gerade sagen. Aber nicht so einen Pizzi. Oh, Pizzi gibt's auch als Trotz, Alter. Da geben wir einen 93 auf Ehre. Bernardo Silva gibt's auch als Trotz, Alter. Der gibt hier auf Ehre los den 84er, anstatt den 94er. Ja. Nehmen wir Bauen mit, das ist eigentlich na, das zweite Liga. Aber oh, voll die heftigen Werte, 90 Tempo, 88 Schießen, schmeckt schon. Das schmeckt schon mal richtig. 2 Reservespieler noch. Let's go, let's go. Fredde. Bruder, was ist das denn, Alter? 95 Tempo, Alter, WTF. Alter. Krass, Alter. Heftig, Mann. Ja, 95 schon schmackhaft. Rafinha ist noch am Start. Können wir vom Ding aus auf Rechtsverteidiger stellen, Kimmich in die Innenverteidigung ziehen, ne? Mal so. Und so. Naja, hat erstmal nur 2 Chemie mehr gebracht, aber ist, würde ich erstmal sagen, besser als gar nichts. Oh, Alaba. Nice. Und Sanchez 91. Alaba ist natürlich auch saftig als Zero Card. Und Dombele haben wir auch noch, der uns nicht viel bringt. Sanchez ja, bringt uns auch nicht wirklich viel mehr. Wir nehmen trotzdem mal mit als 91er. Haben wir ein paar High-Rated Karten. Bringt auch absolut gar nichts bislang, aber naja. Gut, wir packen mal Lacazette rein. Zack. Naja, haben wir die 3. Arsenal-Karte am Start. Läuft's. Okay, da haben wir noch die 7 Auswechselspieler. Komm, die müssen jetzt nochmal gut werden hier. Jawohl, Figo. Ja, Figo ist eigentlich saftig, aber bringt uns halt hier momentan auch nicht so viel. Müller ist noch am Start. Läuft. Können wir unsere Bayern-Ecke noch weiterbauen, aber wir nehmen mal Figo mit. Packen wir erstmal ins ZM. Selbst da bringt er nur 3 Chemie, obwohl er 5 Spieler linkt. Ja, danke dafür, Mann. Aber halt selber komplett falsche Position, also von daher, ja, super Sache. Super Sache. Oh, Del Piero, best. Digga, warum kriege ich jetzt hier die Lewandowski wieder? Junge, wir haben ja echt die ganzen Bundesliga-Karten. Warum kriege ich jetzt hier die ganze Zeit die Icons, die null reinpassen, Mann? Also das sind halt Flügel-Icons. Ich habe nicht einen Flügelspieler. Nicht einen einzigen. Ich kriege nur Flügel-Icons. Was ist denn das für eine Scheiße, Mann? Das ist komplett kacke. Ich nehme best mit, aber bringt uns halt auch null. Aber Minus. Der bringt uns schon fast Minuspunkte. Er bringt uns wirklich Minuspunkte. Habt ihr ja gerade gesehen, ey. Ey, Digga, das ist wieder komplett scheiße. Pepe, Brozovic, Benja, 3 Spanier. Ah, gut, ja, läuft. Wir kriegen auch keine weiteren. Ey, Digga, warum sind eigentlich die Chelsea-Karten so selten, Digga? Hätte ich gar nicht gedacht. Es steht immer noch 3:1 für Arsenal. Ich weiß nicht, was mit den Chelsea-Karten los ist, ne? Keine vorhanden irgendwie. De Bruyne, ne? Oh, der ist mal gut. Das war mal nicht schlecht, Alter. So ein ZOM De Bruyne, Digga. Das ist mal nice, ey. Passt wenigstens mal irgendwie rein. Das hat 4 Chemie, na gut. War jetzt auch nicht so heftig, aber naja. Immerhin. War ein bisschen was. Okay, 90er Wertung sogar hochgegangen. Läuft bei uns. Jetzt läuft's rund, Alter. Ich sag's euch. Oh, Davis. Ah, Alonso. Da haben wir mal die nächste Chelsea-Karte, ey. Sehr nice. Ich hoffe mal nicht, dass ich wie mal irgendwie einen verpasst habe oder so. Ich hoffe es nicht.
Ja, komm, stellen wir erstmal rein. Scheiß noch, Roberto Carlos, drei Icons auf der Bank. Läuft. Okay, 3-2. Jetzt wird's immer spannend, Leute. Es könnte zum Unentschieden kommen. Digga, es kommt fast nie zum Unentschieden. Ja, toll. Was ist das denn jetzt? DV. Ja, super Sache, Alter. Okay, es kommt auf die letzten Spiele an, Leute. Wen gibt's denn da? Im Tor bei Kepa gibt's. Den kriegt man relativ oft. Wer ist eigentlich zweiter Keeper bei Chelsea? Caballero, ne? Die Legende. Mhm. Okay, come on. Letzter Spieler, Leute. Es kann doch nur unentschieden werden. Sonst hat Arsenal gewonnen. Ich würde in echt Arsenal, glaube ich, auch ein kleines Stück vorne sehen, muss ich sagen. Aber okay. Let's go. Come on. Es könnte wirklich Kepa werden. De Gea. Loris. Tschech, Alter. Der war. Vor 3 Jahren war der noch bei Chelsea. Jetzt ist er bei Arsenal. Nach diesem Jahr beendet er seine Karriere. Hat er schon angekündigt. Und jetzt kommt er noch und entscheidet dieses Draft hier. Also ich glaube, besser kann es eigentlich nicht sein. Das ist das 4-2 für Arsenal. Und damit gewinnt Arsenal hier unsere Prognose. Ich bin gespannt, wie es in echt ausgehen wird, Leute. Ihr könnt gerne eure Tipps in die Kommentare schreiben. Arsenal gewinnt hier 4-2 die Prognose. Mal schauen, was ihr so denkt. Schreibt es in die Kommentare, Leute. Lasst gerne Like, lasst gerne ein Abo da, wie immer, falls ihr noch nicht abonniert habt. Gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, nichts dazu verpassen. Checkt noch meinen Shop aus. Nice Designs hier in Orange, Blau, Rot und in Grün. In den 4 Farben erhältlich als T-Shirt, als Pullover. Nice Designs, schwarz auf schwarz, weiß auf weiß haben wir auch noch. Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice LED-Lampe gibt es auch noch. Diese und die hier hinten. Und noch viele weitere Sachen. Ja, Handyhüllen haben wir noch in 4 Farben. Hier seht ihr es in Orange, Blau, Rot und in Grün. Also gerne abchecken, Leute. Und gratis Autogrammkarte. Ja. Gibt es auch noch zu eurer Bestellung dazu. Also wer Bock hat, checkt es mal gerne aus. Ich bin gespannt heute aufs Europa League Finale. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, ich hoffe, ihr schreibt eure Tipps ab in die Kommentare. Wie gesagt, ich sehe Arsenal auch einen ganz kleinen Ticken vorne. Auch wenn es wahrscheinlich ein spannendes Ding geben wird und sehr knapp sein wird. Aber ich sehe Arsenal so einen kleinen Ticken vorne. Muss ich ehrlich gesagt zugeben, weil Aubameyang und Lacazette, die sind diese Saison einfach am Rasieren, muss man wirklich sagen. Die sind richtig gut drauf. Von daher denke ich, so wird es ausgehen. Aber wir werden es sehen, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Haut da rein und ciao.